Moin, moin. Ja, heute ist Montag, der 10. September. Ja, und ich komme ins Büro, oder zumindest habe ich ja schon am Freitag auch schon mit drüber gelesen, dass die Bayer-Aktie wohl wieder etwas fällt. Ich habe es auch wieder gesehen, ich habe es glaube ich auch im letzten Video auch gezeigt. Die war bei 75 Euro, teilweise bei 73 Euro schon am Freitag. Und heute im Büro habe ich nachgeschaut, liegt bei 72 Euro. Und was kann ich sagen? Also ich musste einfach wieder zuschlagen bei 72 Euro. Also konnte ich nicht widerstehen. Ich habe dann wieder ungefähr den gleichen Anteil wie in August nochmal zugelegt. Ich zeige euch das auch gleich mal hier. Ich konnte meinen Bayer-Anteil von August also auf 3,1% erhöhen. Jetzt durch den Kauf im September habe ich meinen Anteil im Depot auf 3,6% erhöht. Das heißt jetzt, dass Bayer bei mir in den Top 5 ist. Ja, das sind jetzt also meine viertgrößte, also so knapp, also vierte, fünfte größte Position in meinem Depot. Das wollte ich eigentlich nicht. Ist jetzt spontan, aber durch diesen ganzen Kursrückgang, wirklich von, wie man hier sehen kann, vom ersten Kauf in 2017 von 105 Euro auf jetzt in September auf 72 Euro, das sind über 30 Euro. Da konnte ich einfach, das ist ja, ein Drittel günstiger, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Also, wie gesagt, das sind 30% fast. Da musste ich wieder im September zulegen. Ja, in August habe ich ja, wie schon erwähnt, für 85 Euro die Aktien erworben. Dadurch konnte ich ja schon damals in August 17 Euro günstiger einkaufen als noch davor, als der Einsteinskurs war bei mir. Ja, und jetzt konnte ich das Ganze nochmal auf 72, für 72 Euro kaufen. Das heißt, mein Einsteinskurs liegt derzeit bei 89. Somit konnte ich ihn wieder um 6 Euro reduzieren. Ja, ich sag mal so, sollte Bayer weiterhin fallen und circa bei 65 Euro liegen, werde ich vermutlich wieder eine kleine Position kaufen müssen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr so eine große Position kaufen, also so groß, das ist auch nicht so große gewesen, aber nicht in dieser Größenordnung wie im August und September, vermutlich etwas kleiner, aber ich werde bei 64, 65 Euro wieder zulegen müssen, also weil ich einfach von Bayer überzeugt bin, dass also der Deal mit Monsanto der richtige Weg war, alleine weil die Agrarindustrie, die steht ja vor den großen Herausforderungen. Durch diese ganzen schnell wachsenden Bevölkerung. Es sollen ja bis 2050 3 Milliarden Menschen mehr auf der Erde sein. Und das muss erstmal bewältigt werden. Und da sehe ich also Bayer durch diese ganze durch die Agrarwirtschaft, also in der Pharma, sehr gut aufgestellt. Und ich denke mal, so als Aktionär werden wir, oder ich also als Aktionär und die anderen Aktionäre natürlich auch, werden in den nächsten Jahren eine zweistellige Rendite machen, also mit Bayer. Also da bin ich überzeugt und das ist meine Meinung. Das sollte auch meine Meinung auch bleiben. Ja, also ich bin überzeugt, dass ich als Aktionär da eine Rendite machen werde, dass die Bayer-Aktie natürlich wieder steigen wird und die Gewinne, die kommen. Und dass es dieser Kursrückgang jetzt natürlich da ist, ist einerseits gut für mich, da kann ich jetzt mal nachkaufen und ich hoffe auch, dass es nicht viel weiter mehr runtergehen sollte, also wird, weil ich einfach jetzt, wie gesagt, das ist jetzt ein Top 4 Wert und damit bin ich eigentlich recht zufrieden mit der Größe jetzt. Aber ich werde die noch erweitern, falls es wirklich noch auf 65, 64 Euro gehen würde. Weil ich einfach glaube, in den nächsten Jahren wird die wieder steigen und dann wird man sich halt freuen, dass man jetzt die gekauft hat. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Also könnt ihr mal schreiben, was ihr denkt für 72 Euro.
das jetzt kaufenswert ist oder nicht kaufenswert. Was macht ihr mit Bayer? Habt ihr die vielleicht auch jetzt verkauft, die Bayer-Aktie, weil ihr einfach sagt, nee, also mit Monsanto geht ja gar nicht. Habt ihr noch das Gegenteil von mir, also dass ihr eher verkauft? Oder sagt ihr auch, ja, nee, auch super Unternehmen, wir kaufen auch nach. Das würde mich einfach mal brennend interessieren, was ihr dazu sagt, wie ihr das mit der Bayer hält. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.